Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann und das ist Minecraft. Läuft's hier? Hallo? Ja. Minecraft, Out of Abyss 3. Wie gesagt, ich bin der Kuhmann und ja, heute machen wir was Lustiges. Und zwar, wir versuchen uns im Dachbau eines Turmes. Aber erst müssen wir mal was Lustiges machen. Und zwar ist es so, wir haben ja unten die Taverne versucht weiter auszubilden. Warte mal kurz, ich muss noch mal hier meine Stimme. So, ready. Gut. Wir haben versucht, die Taverne auszubilden, auszubauen. Und das ist so, und da fehlt uns natürlich Bier. Ich war in der Zwischenzeit kurz mal ein bisschen Hopfen holen. Hops hier. So, und jetzt machen wir 4 Bier. Nice, da haben wir nämlich auch eins zum Trinken, glaube ich. Aha. Dann habe ich noch ein bisschen weitergemacht. Guck mal her. Ein bisschen an den Wegen. Hier habe ich ein bisschen Gebüsch gebaut, auch ein bisschen Pflanzen. Ich zeige es euch beim Durchlaufen am besten. So, gehen wir oben raus. Da haben wir den Händler schon weg. Gut, also hier muss ich noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr pflanzen und so. Hier habe ich ein Mäuerchen gemacht, damit ich hier hinten das ein bisschen verstecken kann. Ich habe Strom ausgebaut, damit wir mehr Power haben. Irgendwie, ja, ist es nötig gerade. Dann habe ich mich ein bisschen erkältet. Warte mal kurz nochmal. Ja, genau. So, habe hier so ein bisschen Busch gemacht, das ein bisschen natürlich ausschaut, damit man nicht immer auf die Solartechnik sieht da hinten. Da habe ich noch ein bisschen weiter gebaut. Am Haus habe ich das schon gezeigt gehabt. So, dann hier kommt der Weg nach vorne. Und jetzt gucken wir hier. Bier. Nice. Sieht geil aus. Super. Dann hier geht ja dann der Weg nach oben, in den oberen Waldteil des Dorfes. Hier kommen noch ein paar Häuschen hin und so. Und hier hinten, ich habe doch mal vor langer Zeit gesagt, ich mache so ein Haus mit Durchgang. Und das wäre das hier. Ich habe ein bisschen angefangen. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich gar nicht so schlecht, aber was mir jetzt ein bisschen fehlt, oder was ich machen muss, ist das Dach. Und für das Dach habe ich mir überlegt, wir haben hier folgende Hölzer mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das im Raum unten versucht hinzutun. Ja, die sind ja fast gleich. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir, dunkel oder hell? Das ist das Jacaranda Wood und das andere ist das Japanese Maple, glaube ich, gell? Ja, gefällt mir irgendwie besser. Jetzt habe ich hier natürlich vom Japanese Maple Dark und Maple. Machen wir das ganz kurz hier. Einer und einer hier. Nur kurz, ich will mal gucken, wie es ausschaut, wenn es groß ist. 1, 2. 1, 2, 3. Wachst bitte. Bitte wachsen Sie. Also, müssen wir warten. Aber nächstes Mal machen wir dann hier effektiv das Dachzeug fertig. Ja? Mal gucken, vielleicht können wir ja schlafen und es passiert was. So, hier ist es dann so. Hier kann man nach oben gehen. Dann habe ich ein bisschen Diorit mitgenommen. Heute nur die normalen. Weil ich möchte hier das dann natürlich so. Zack, zack, zack. Hier noch und hier und da auch. Da haben wir hier so ein bisschen einen Turm. Finde ich gar nicht so schlecht. So, oh, Discord. Discord ist on.
Und hier werden wir dann den Turm drauf machen. Da wir jetzt mal so ein bisschen was Spezialisiertes haben. Und wenn wir jetzt hier so gucken, hä? Da oben haben wir ja noch die andere Fläche. Ich würde da vielleicht noch versuchen, einen schönen Überhang zu machen. Aber ich glaube, es sieht schon gar nicht so schlecht aus, was ich da gebastelt habe. Vielleicht unten noch ein bisschen nach hinten in die geheime Höhle da hinten. Da machen wir ja eine geheime Höhle. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe da was entdeckt. So. Hier oben hinten hat es eine geheime Höhle, also nicht eine Höhle. Kann man eigentlich nicht Höhle bezeichnen oder als Höhle bezeichnen. Aber hier machen wir dann vielleicht so, weißt du, der versteckte Weihnachtsbaum. Irgendwie. Das lassen wir so. Aber was wir hier machen müssen, ist noch ein bisschen terraformen. Eigentlich wollte ich hier das Dach bauen heute, aber irgendwie wollte es anders jetzt gerade. So, komm, wir nehmen das hier mit. Bisschen Holz. Haben wir alles Holz? Ne, haben wir noch nicht. Nehmen wir das auch noch. Jetzt haben wir alles Holz. So, dann geh mal Rucksack runter. Im Rucksack müsste ich eine Schere haben. Habe ich die? Ja, habe ich. Nice. Weil die wir mal brauchen, von denen habe ich so viel schon durchgelassen, jetzt für die Abdeckung der Solaranlage. So. Mal gucken, was ist denn hier hinten? Eine Schlucht oder? Nee, einfach normales Land. Sehr gut. Sehr gut. Das macht keinen Strich durch unsere Rechnung. Das ist sehr gut. Und dann müssen wir hier einfach sogenanntes Terraforming ein bisschen betreiben. Hier kommt der obere Teil des Dorfes hin, dachte ich mir so. Das wäre ja ein großes Dorf, ich meine. So, ja, schön ausschauen. Oh, guck mal. Das wäre gewachsen. Nice. Können wir gleich nochmal runter und gucken. Aber hier Dirt noch? Ja, schön. Dann nehmen wir hier alles mit, bitte. Ja, so mag ich das. Sehr schön. Schnipp, schnapp, Blätter ab. Ja, ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. Dann ist Nacht. Und in der Nacht wird heil gemacht. Hier muss ich dann den Aufgang noch fertig kriegen. So. Wunderbar. Dann nehmen wir unsere Steinaxt. Modernes Zeitalter natürlich, gell? Japanese Maple Log. Das ist jetzt der normale Maple. Das nimmt mich jetzt Wunder. Was hier wie ausschaut. Ein Riesenbaum, hä? Haben wir die Motorsäge nicht dabei? Ne, die habe ich unten. Schön. So, das auch noch weg hier, komm.
Und ich lasse das jetzt alles schön despawnen und nehme es nicht so weg, weil wir haben nicht so viele Saplings von denen. So. Ich hoffe natürlich, dass wir hier ein paar Saplings bekommen von dem. Und das wäre jetzt... Das wäre jetzt der normale... Oh, hier liegen sie schon. Guck mal. Kommen Sie her zu mir. 3 habe ich schon. Nice. Sehr schön. 4. Und das wäre nämlich jetzt das Holz, das wäre das hier. Jetzt bekommen wir wenigstens mal ein paar Saplings hier von den japanischen Bäumen. Das ist super. Ja, da kann man eigentlich auch noch ein bisschen so wegnehmen. Aus 1 mach 11. So mag ich das. Sehr schön. Gut. Mal Nase putzen. Nee, Moment. So. Wunderbar. Das würde bedeuten, jetzt müssen wir eigentlich... Hallo Sie. Japanese Maple auch. Alles klar. Das heißt, ob der eine oder der andere, das gibt genau den gleichen Holzstiel. Hä? Japanese Maple Log. Ob dark oder nicht dark, egal. Gut zu wissen, finde ich. Auch die Blätter sind anders. Heißt aber, wenn wir 2 verschiedene rote Blätter haben, können wir wieder ganz was Schönes machen. Was ist denn da alles rot wieder auf der Karte hier? Noch kurz. Bin gerade am überlegen, wo das ist jetzt gerade so. Das ist da oben. Werden wir angegriffen? Das wäre da oben. Es tummelt sich. Naja. Sieben von denen haben wir auch schon. Nice. Ne, und wenn wir verschiedene Rot haben, dann können wir hier natürlich auch dann entsprechend ein bisschen wieder Dinge machen mit Struktur. Verschiedene Farben sind immer wichtig für Strukturen. So, was ist denn da los? Wie gut ist das bitte? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt hier Dark Blätter, Hellblätter. Das sind wieder Maple Logs, das ist gut.
13 von denen, 11 von denen. Ja, das ist wirklich eine gute Ausbeute, muss ich sagen. So, damit könnten wir eigentlich sagen, können wir schon loslegen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Folgendes. Wir brauchen Slabs aus diesem Holz. 60, ja, das ist nicht schlecht. Dann brauchen wir Stufen. 20, 64, ja, das sollte eigentlich aus, soll sich ausgehen hier. Jetzt würde ich aber dennoch kurz gucken gehen, was ist denn da los? Es ist rot und bewegt sich auf der Karte. Das wäre ja hier. Das ist unterirdisch. Irgendwas in der Höhle. Haben die Party in der Höhle. Ich habe mich noch ein bisschen ausgebaut, ein bisschen weitergemacht. Hier braucht noch ein bisschen Blümchen zwischendurch, habe ich das Gefühl. Oh, nee, warte mal. Nehme ich wieder mit. Aber der Garten wird auch schön. Das hier finde ich auch ist so ein bisschen so natürliche Busch. Finde ich gut. Gefällt mir. So, und dann haben wir hier nämlich entsprechend dann das Haus. Warte mal. Das geht gar nicht hier. Ich mag es nicht, wenn ein Discord sich einmischt hier. Wunderbar. Also, da haben wir hier den Turm. Und am Anfang nehmen wir mal ein paar von denen hier. Dann werden wir es so machen. Hier eins. Hier eins. Da muss ich nochmal Diorit haben. Weil Diorit kommt überall eins in der Mitte. Eins hier, eins hier. Eins hier. Eins da. Dann die Slabs. So, hier. 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 Hier kommen zwei. Also hier können wir auch die Klötze nehmen eigentlich. So. Das ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Da muss ich dann noch gucken, dass ich noch runterkomme irgendwie. Der ist falsch. Ich glaube, die seid. Nee. Ach Mensch. Das war jetzt ungünstig. So. 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 Hier, Turmbau. Professionell. 33 haben wir noch, sehr schön. Da warten wir noch. Besser. Hier. Nice. Gut, dann. Würde ich sagen, machen wir hier in der Mitte. So. Hier. Hier. Schlafen auf dem Dach. Mit Aussicht. Das war hier, hier. So. War da
War das hier schon mit den Treppen? Jetzt würde ich gerne davon fliegen. Ja, hier muss ich... Die muss ich nochmal wegnehmen. Und hier nehmen wir das DS. Frei das DS. Ja, genau so. So, hier. Du weg. Dann hier eine Stufe hin. Hier auch eine Stufe hin nochmal. So, Zeit her, machen wir so. Hier vier von denen. Hier vielleicht noch ein Slab. Ah ja, ich glaube, das war so. Ich habe es schon mal ausprobiert in Creative, aber ja, man ist sich dann halt auch nicht mehr so sicher, wenn es dann live ist hier. Ja, so, das ist sehr schön. Und dann glaube ich, habe ich das so gemacht. Ich hoffe, das sieht jetzt aus wie ein Turm. Ist das zu viel? Ja, der ist zu viel, komm. Machen wir lieber noch Fancies. Haben wir noch Stickies hier? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann lass mal 1, 2, 3, 4. 3. Nice. So gut. So gut. Und jetzt muss ich hier aufpassen. Hier kann nämlich das hier so. Jetzt bin ich so gespannt. Sieht nicht so schlecht aus. Vielleicht hast du noch Optimierungsbedarf. Aber fürs Erste. Ein kleiner Turm. Oh komm, den kann man lassen. Ist nicht so schlecht. Ja, also fürs Erste. Machen wir genau so. Nice. Sehr schön. Dann gib mal den Rucksack her. Dann haben wir nämlich hier noch Magic Schaufel. So. Da kann man hier wie in oberer Teil des Dorfes noch hin. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie das dann ausschaut. So Zeugs müssen wir auffüllen nachher.
So, so, so. So. Ja, aber das wird gut. Komm. So. Besser? Besser. Schön. Gut. Aber noch mal gucken. Ja, irgendwie ist das schon gelungen. Ich finde ihn gut. Wie findet ihr meinen Turm? Ich finde ihn schön. Hätte noch ein bisschen höher sein können, aber so fürs Erste, komm. Das muss ja auch nicht das größte Gebäude werden im ganzen Dorf. Das ist es nicht. Aber ich finde es geil. Taverne. Nice. Hier habe ich ja mal noch den Durchgang gemacht. Ich habe mich letztens gefragt in der Nacht, als ich nicht schlafen konnte. Wo komme ich denn da hin? Ah, eben. Dann ist es eben so. Ah, genau hier. Geil. Überall Wege und. Ich finde es geil. Mir gefällt es hier. Fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl. Nice. So, und jetzt haben wir so viel schon gemacht. Jetzt würde ich gerne noch ein Bier trinken. Nach getaner Arbeit. Aber ich kann mich gar nicht mehr so verletzen, dass ich irgendwie Hunger hätte. Besoffen wird er nicht. Kohlenhydrat, Fette. Naja, gut. Below 40, alles klar. Gut, aber hey, wir haben Bier getrunken. Ah, wie geil. Gut, dann haben wir das hier. Diese Maple Saplings nehmen wir nach oben. Diorit werde ich umbauen müssen zu Dioritblöcken. Ah, was haben wir denn noch hier? So, komm, zeig mal. So. Dann hier, das Gebaume. Das Gebaume können wir eigentlich alles nach oben nehmen. Ne? Das hier kann man lassen, das kann man lassen. Alles klar, einfach das Holz ein bisschen loswerden hier. Die Dörte und das hier und das. Die Fenzen, die sticken. So würde ich sagen, ist gar nicht so übel jetzt. Ne? Den Rest bringen wir nach oben. Aber hey, das mache ich off. Ohne dich. Ah, egoistisches Aufräumen. So. Da würde ich sagen, war das der versuchte Dachbau? Der versuchte Turmbau? Dass YouTube auch den richtigen Titel hört im Video. Und wir hören uns morgen, sehen uns morgen. Ich bin der Kuhmann, Minecraft Dollar Fabrics. Bis dann. Tschüsschen.